Na du? So, jetzt ist die Frage, haben wir sowas wie ein, Okay, warte mal, der geht um 3 Uhr nachmittags geht der schön einen wegschwimmen. Ja. Hier oben sieht uns keiner, oder? Hier oben sieht uns keiner. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Na du, na du, na du? Hallo, hallo, hallo. Ich sag ja, obendrauf ist das beste Versteck, ne? Wer hat's erfunden? Ich nicht. Oh, lol. Ein Silberlangschwert. Aber das. Ich nehme die Rose mit. Ein Silberlangschwert ist natürlich sick, ne? 20 nehme ich mit. Und den Schildfinger. Sehr schön. Ich wusste, der kann schwimmen. Eine kleine ekelhafte Male. Das ist ein Gefängnis, muss ich damit. Okay, warum nicht? Moin Chorino. Wie geht es den Umständen ganz gut? Wieso, was ist los? Willst du darüber reden? Was zum Fick? Ab in die Büros der reiserlichen Region? Lalalala. Es ist wahrscheinlich gerade Nacht, oder? Also sollten wir da reinkommen und gib ihm. So. Na, 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 na. Also ein Silberlangschwert ist eigentlich ziemlich geil, weil funktioniert ja auch gegen, gegen Geister und sowas. Siehst du nicht. Und wir haben jetzt die Schlüssel. Oh mein Gott. Halt. Ja. Wollen wir darüber reden? Ich möchte gern vor der Tür. Das ist die Frage, wie machen wir das am besten jetzt? Wann geht denn der Penn? Der Typ. Jetzt. Rüstungshandbuch, Waffenhandbuch. Das ist sehr gut. So, und da müssen wir, glaube ich, den Finger reinlegen, ne? Finger, Finger, Finger. Aber wo ist denn mein Fingerinventar? Verdammt, mein Gliedmaßinventar. Holy shit. Also. Und tschüss. Sonno, grüß dich. Einen wunderschönen. Hi. Na, 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 na. Morgen ist das Wochenende vorbei, also wieder knechten. Da sind die Umstände eher so. Na, ach, Kind. So schlimm ist es auch nicht. Na? Wenn du einen Job hast, auf den du auf den Bock hast, beziehungsweise der halbwegs Spaß macht, das ist doch schön. Na? Wenn nicht, dann. Ja, doof, ne? Dann ist es doof. Aber ich glaube, das Rüstungshandbuch und das Waffenhandbuch müsste eigentlich. Moment. Müsste eigentlich zu lesen sein, ne? Wo waren die? Pferderüstung. Was? Berührung? Ah, hä? Wieso? Habe ich so viel Zeug hier? So, wo war das Rüstungshandbuch da? Nee, bringt mir gar nichts. Ja, mal weg. Waffenhandbuch? Bringt mir nichts. Da ist die Wand. Bitte, okay. Nur eine einzige Münze. Nö, jetzt reicht's. Was beim Friseur? Schaut clean aus, war da. Nachrichtenburger. Oh, Nachrichtenburger. Oh, jetzt habe ich Hunger. beim Friseur, ja. Ich war beim Friseur. Nee, das Ding ist immer das, ich möchte mir eigentlich immer die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, aber dann geht's. Ah, dann sind sie ein bisschen länger, dann schauen sie wieder so ungepflegt aus und sind wieder so warm und da und da. Nee. Nee, 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 wirklich nicht. Wirklich nicht. Sätze, die ich von dir niemals hören würde. Ja, doch, 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 doch. Das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Mädel! Adamo,
Hausfelida ist tot. Mhm. Ich spürte, wie mein Herz mit der Liebe der Mutter der Ich habe nur Gold bekommen. Als dieses nur Gold. Schwein, dieser Sympathisant des Kaisers sein Leben aushauchte. Also dir. Ihr habt der dunklen Bruderschaft einen großen Dienst erwiesen. Meine Meuchelmörder. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Es ist euch auch gelungen, den abgeschnittenen Finger von Philida als Warnung an seinen Nachfolger zurückzulassen? Mhm. Gute Arbeit! Ihr habt euch euren Bonus von 500 zusätzlichen Goldstücken wahrlich verdient. Was ist das für eine Verteilung eigentlich? Geht jetzt. Ruht euch jetzt aus. Sitis weiß. Was ist das für eine Verteilung? 50 für den Kill und 500 für die Warnung. Das ist doch Bullshit. Wollt ihr mir meine Haare klauen? Nee. Nur rauchen. Friseur kann er sich doch nicht leisten. Bisschen zu schnell im Cabrio mitgefahren. Jetzt er da. Jetzt er da. Mir fällt gerade ein, wie viel Gild Morrowind hatte. Regel der Magiergild, Liebesgild, Dunkelbruderschaft. Morakthong. Klingen. Haus Redoran, Haus. What the fuck? Okay, bei den Häusern verstehe ich, dass die wahrscheinlich gegeneinander wirken, ne? Das ist der Kult-Tempel. Die Arschländer. Da besteht der Vampir-Clans. Ein Ding. Zur Hölle. Die haben alle Quests. Was zum Fick. Aber wahrscheinlich kannst du nicht alle machen. Na, wenn du dich bei einem Haus wahrscheinlich anschließt, schmeißt du dich andere wahrscheinlich raus. Ach, Assassine, ich muss mit euch reden. Es ist sehr dringend. Soeben wurde von einem Boten der dunklen Bruderschaft ein versiegelter Brief überbracht. Ich kenne diese Art von Päckchen. Es enthält versiegelte Befehle. Es ist an euch adressiert. Von Lucien Lachance. Lutschen Lachante. Ihr müsst diese versiegelten Befehle unverzüglich öffnen und die Anweisungen genauestens befolgen. Wie es scheint, hat die Schwarze Hand höchstpersönlich eine Aufgabe für euch. War das nicht so, dass wir sogar hier alle töten müssen irgendwann? Schwarze Hand so? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Schau mal. Socko, grüß dich, mein Guter, einen wunderschönen guten Abend. Na du? Muss es wohl mal ernsthaft spülen? Hab nur die dunkle Bruderschaft und sonst ein paar random Quests gespielt. Was? Erik, Smelly wird mit deinen Haaren nur Quatsch anfangen, wie zum Beispiel in der Münchner U-Bahn rumlaufen wie der Highland. Ja, ich würde mir ein Conan-Kostüm kaufen und mich bei Wind und Sturm irgendwo auf dem Felsen stellen, ne? Mit einem Schwertreplika. Wieder heilen und Obdachlosen die Drogen klauen. Oh. Oh. Ja, nur klauen ist okay. Nur klauen ist okay. So. Also der Polemet. So. Was wollen wir machen? Wir wollten, glaube ich, Befehle. Notiz vom Bose, nee, Befehle. Mal. Rücksteller. Ihr habt den dunkle Bruderschaft in der kurzen Zeit, die ihr bei uns seid, gute Dienste geleistet. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit eures Vorankommens bemerkenswert. Ich bin der Protagonist. Das ist easy. Ich kann speichern. Nun benötigt die Schwarze Hand selbst euer Können. Ihr müsst euch in alle Eile zu meiner privaten Zuflucht in den Ruinen der Festung Fargut. Fargut, schöne Reise. Aufmachen. Die im Wald nordöstlich von Schedinal-Heiligtums liegt. Nach eurer Ankunft werden wir über das Wesen eures Sonderauftrags reden. Ich kann die Bedeutung eurer raschen Ankunft in der Festung Fargut gar nicht Fargut und Faramir. Oder Faramir, Faradu. Gar nicht stark gut genug betonen. Es sind unsichtbare Mächte am Werk, um das Gefüge der dunklen Bruderschaft zu zerstören. Die Schwarze Hand verlässt sich auf euch. Um diese Katastrophe zu verhindern, teilt den Inhalt dieser Nachricht niemanden im und erwähnt eure Reise zur Festung Fahrergut mit keinem Wort. Lasst euch außerdem warnen, meine Zuflucht innerhalb der Festung Fahrergut wird bewacht von Wesen, die jeden Eindringling auf dieser Stelle angreifen. Kommt an diesen halb verwesten Wächtern vorbei und ihr habt euch gewiss das Recht verdient, mein privates Heiligtum zu besuchen. Yay. Schön. Heißt nämlich auf gut Deutsch, wir machen jetzt die Magiergilde. Irgendwo. Irgendwie.
Können wir schauen, wo, für welche wir schon die Empfehlungen haben? Nee, oder? Weiß es nicht. Ich verstehe sie. Na, 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 na. Wer schon das wunderschöne Gesicht des Char schon sieht, es ist auch wunderschön. Ah. Doch, da. Ich bin mal über die Universität. Ah, okay. Dann gehen wir gleich nach Anvil. Ja, weil ich glaube sogar, es war wirklich so, oder? Am Ende der dunklen Hand muss man die dunkle Bruderschaft, glaube ich, auslöschen, ne? Oder sowas. Bin mir. Oder gehen wir nach Koroll? Gehen wir nach Koroll. Wenn wir nach Koroll gehen, müssen wir nicht so lange scrollen. Ja. Und ich finde, die kurzen Haare passen auch besser zum Bart. Ne? Das Ganze ein bisschen. Hast du schon die Story von dem Ork und dem Kindergeburtstag gehört? Ich hab sie gehört, ja. Ich war nicht begeistert. Du der Clown? Nein. Ich bin ein Henker. Toll. Super. Ne? Diese echt heftig. Es ist halt wirklich, wirklich krass, ne? Also. Es ist nicht, dass es irgendwie. Dass ich jetzt sagen würde, okay, das. War ich hier nicht schon? Ah, ne, der braucht das Buch, ne? Was wollt ihr? Obidere. Hast du Zaubersprüche für mich? Ja. Wir verkaufen nur vom Blitzschlag. Was darf ich euch anbieten? Habe ich überhaupt so viel Mana? Würde ich gerne mitnehmen eigentlich, ne? Würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Nehmen wir mit. Warum nicht? Habe ich so viel Mana? Wir haben 100 Mana, sehr gut. Oh, jetzt heißt es nicht Mana, das heißt Magie. Na? Blitzanschlag. 20 Punkte. Geil. Tschüss. Das war, glaube ich, die Quest zum einsamen Berg oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Klingt, als wenn man als wenn das ein Gesicht ist, was man eine Mutter lieben kann. Hast du noch nicht gesehen? Also, warte. Warte. Ich zeige dir in der ganzen Breite. Hier ist er. Schau dir an. Yes. Das müsstest du in der Tat. Nee, was heißt müssen? Na, nee. Nee. Ah. Okay. Was war denn das nochmal? Fuck. Irgendeine Quest war das? Nee. Eidbruch? Nee. Welche Quest war denn das? Mann! So eine Kacke. Worum geht's in der Quest nochmal? Finger des Berges. Ich habe das Buch vorerst sicher verstaut. Ich behalte es, bis der Rat entschieden hat. Ach so, nee, ich habe schon gebracht. Auch ihr. Es geht uns allen besser. Jetzt. Sie konnte das Buch nicht bekommen. Und das ist alles, was ich wissen muss. Es wäre unter meiner Würde, diesen lächerlichen Streit fortzusetzen. Es ist gut. Die geheime Universität. Lebt wohl. Ich will eine Empfehlung.
Ich habe Tigris von der Magie in dem Korridor das Buch zurückgebracht. Sollte die Iraner sagen, dass ich es. Ach so. Sollte die Iraner sagen, dass ich es nicht bekommen würde. Okay. Wie geht es euch? Ganz gut. Wo ist die Olle? Also. Wo ist die Olle Zibbe jetzt hier? Moment. Das ist so eine wilde Geschichte, ne? Holy shit. Die lungert doch eigentlich immer hier rum. Die Empfehlung, Alter. Wenn du mir jetzt eine Empfehlung gibst, dann gibt es 10% auf den nächsten Einkauf. Die Warterei schlägt sich mir aufs Gemüt. Zweck, Alter. Liebe Kleinanzeigen. Was? Was? Ihr habt das Buch gegeben? Was habt ihr euch nur gedacht? Und ich dachte schon, einer von euch Magiern hätte etwas Verstand. Ist ja gut. Damit werden wir fertig. Ihr müsst es nur einfach zurückholen. Ihr seid in der Gilde, nicht wahr? Dann dürftet ihr einfach hineinspazieren, es suchen und nehmen können. Und wenn nicht, brecht einfach ein. Ich will dieses Buch. Bringt es mir sofort, wenn ihr es habt. Ich gebe euch auch trotz eurer Inkompetenz die versprochene Belohnung. Geht nun. Ist das so ein doppelmotorischer Scheißdreck? Ein psychologischer? Ach. Och. Ha, ich war dumm, euch überhaupt zu trauen. Geht mir aus den Augen. Ich will mir... Okay. Belohnung trotz Inkompetenz, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, das stimmt. Hi. Warum stehst du da immer? Ich will meine Empfehlung. Hat die mir schon eine Empfehlung geschrieben? Wait a minute. Wait a minute. Anvil? Skin gerade? Oder werden trotzdem alle. Nee! Nee! Er ist weg. Naben. Naben, 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 Naben. Hat die gerade Naben gesagt? Finde ich gut. Naben, 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 Naben. Frauen waren leicht verärgert. Zeig mir eine Frau, die nicht verärgert ist, wenn du ihr nicht gibst, was sie will. Ey, nichts gegen Frauen, das ist aber so. Ah. Ich hab das Gefühl, dass. Ja, wobei. Wobei. In der heutigen Zeit ist es auch nicht mehr so, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe immer das Gefühl, dass Frauen eher auf mit Missverständnis auf solche Sachen reagieren. Aber ist ja auch nicht mehr so. Ne? Wenn man sich die ganzen Dullinger in heutiger Zeit anschaut, dann ist es komplett ausgewogen. Hallo? Und wieder Narconia. Nee, du. Wie geht es nee, euch? Du. Fantastisch. Nee. Oben. Danke der Nachfrage. Hallo, Schüler. Ich gehe davon aus, dass ihr einen guten Grund dafür habt, mich zu unterbrechen. Du nervst. Wir feiern Steak Night für uns die geilste Zeit. Steak ist einfach gut, weil super schmecken tut. Hier fängt der Pool. Einen wunderschönen guten Abend. Und danke dir für den Follow, sehr lieb von dir. Was führt dich her? Wenn ich fragen darf. Wenn nicht, zeige ich nichts mehr. Grüß dich hin. Ich hatte es erst dieses Wochenende durch. Ja. Ob Dark Souls jetzt so viel besser ist, weiß ich gar nicht. Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch. Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor. Er ist einer der Gildemagier hier. Meint ihr, er könnte etwas tun? Mhm. Hervorragend. Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen. So. Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, so. Die er ausgeliehen hat. Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann. Lasst mich wissen, wenn er zurück ist. Dann bekommt ihr eure Empfehlung. Ach, Erik. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wen ich jetzt nehme, aber Loki wäre das Beste gewesen, ne? Ertor ist besser als die Loki, ja. Mann, du bist ein Penner. Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er
Aha. Er, Thor, die Loki, wir, Odin. Seid gegrüßt, Lehrling. Orbidere. Habt ihr heute mit Adrienne gesprochen? Wie lautet ich eure schon, Geschichte? Aber ich glaube, sie hatte... Wait. So. Skinrad. Nicht gemerkt. Ich habe gehört, dass Adrienne euch vor eine ganz nette Aufgabe gestellt hat. Also die Frau, mit der ich mich getroffen habe, war anfangs nett, aber als ich meine Meinung gesagt habe, zum Thema war sie anstrengend. Es kommt drauf an. Kommt drauf an, wie sie ihre Meinung da bringt. Ne? Wenn es einen Dialog hervorruft, ist ja okay. Ja. Wenn sie recht hat, ist auch okay. Meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ja, nee, brauche ich nicht. Angelkorn. Ah, schön. Schwere Wunden heilen. 25 Punkte. Und Scamp. Aus Scamp beschwören. Oh, wie schön. Ja, komm, gib. Wait. Sind wir cool, wir beide? Du und ich? Würden wir einfach nur gerne die Heilung mitnehmen. No. Danke. Hab Dank. Kein Stress. Ein netter Kerl, glaube ich. Aber da gab es letztes Jahr diese schreckliche Sache mit einem Scamp. Damals hat Adrienne ihm gesagt, dass er anderswo seine Zauberkunst ausüben müsse. Also. Anderswo sollte dabei ganz weit weg heißen. Also hat er sich in der kahlen Sandbankhöhle niedergelassen, hat dort gearbeitet und ist alle Sandbank hat auch in Kopf, die Stadt gekommen. In letzter Zeit ist er aber nicht mehr da gewesen. Oh, ich kann mich einfach nicht... Bist ein Trottel. Ich bin... Was? Wer seid ihr? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Naja, aber es war ja auch nicht das erste Mal. Darum habe ich mir auch keine großen Sorgen gemacht. Super. Es ist gleich westlich. Dahin hat es Erthor verschlagen, nachdem Adrienne ihm gesagt hat, dass er nicht ihr... Sehr gut. Mit dir rede ich ja erst gar nicht. Nach Erthor. Muss ich mit ihr noch reden? Kann ich mit ihr noch reden? Hallo. Er ist, naja, er ist ein interessanter Bursche. Solinus, was... Hab ich schon. Solinus soll... Hab ich schon, okay. Na. Sagt Erthor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist, Schüler. Na, 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 na. Also, wir gehen mal zur kahlen Sandbank. Da oben, okay. Und... Abfahrt. Ah, schön. Auch Oblivion ist schön. Da freue ich mich jedes Mal noch. Und die Musik, wenn die so anfängt... Könnte man, also jetzt nicht mehr, aber dieser erste Ton, ne? Da denke ich immer, dass das gleich instant das Theme von Herr der Ringe triggert. Was auch sehr, sehr schön wäre. Was ich auch super gerne auf dem Klavier spielen würde, was ich aber nicht hinbekommen werde, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Zumindest nicht in diesem Jahrzehnt. Ja. Aber wie gesagt, Chihiros Reise kriege ich hin. Weil bekommt es mit dem Big Bang Zauber. Aber ohne Alert Sound, ne? So. Nee. Ist das ein Fisch? Ich meine, es hat was Ruhiges, Befriedigendes, aber es ist irgendwie. Irgendwie ist es doch irgendwie nichts. Weiß nicht. Da ist das Ding. Da ist das Ding. So. Alka-Ikonit Blume. So. Ich hatte das, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Es gibt keine Möglichkeit, um seinen Mana schneller zu regenerieren, außer Tränke, ne? Also müsste ich quasi als Magier mich so oder so auf kurz oder lang Magietränke zusammenfarmen. Ja. Oder halt jedes Mal hergehen und sagen: Boschen. Ich hau jetzt so lange drauf, bis mein Mana wieder voll ist. Das ist schade. Na, 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 nie. Na, 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 na. Na, wo sind wir denn? Da unten. Hallo, Ibims, der Spinniger.
Na? Geht. Wisst ihr, wie man sich Stalaktiten und Stalagmiten gut merken kann? Das hier ist eine Stalaktite. Warum? Überlasse ich euch selber. Ist der Zauber eigentlich auf Berührung? Nee. Feuerschaden an Ziel. Gibt es hier sowas wie... Oder nimmst eine Beschwörung und lässt dich für dich kämpfen, mit der Zeit, in der du Mana regenerierst. Ja, aber für die Beschwörung brauche ich ja Mana. Wie jetzt zum Beispiel. Geistesgestört. Der heißt wirklich geistesgestörter Zombie. Ich glaube, ich dachte, ich habe mich verlesen. Der hieß ja wirklich geistesgestörter Zombie. Ach, schön, Harry. Das Ding. Mag ich. Erik hat's verstanden. So. Ein Zahnstocher, das ist man durch. Der ist wichtig, der macht 2 Schaden. Wobei, ich habe ein Simmelangschwert dabei. Ich nehme das. Da unten ist noch ein Zombie. Wongel hier nicht so rum, Alter. Ups. So, machen wir den hier. Komm. Lass mich durch. Wongel. Also eventuell kriege ich ein bisschen Damage, ich weiß auch nicht genau, ne? Wäre eine schnieke Sache, wenn der da hinten einfach mal sterben würde. Danke. Irgendwie haben die nicht so viel Bock auf nicht magischen Damage, ne? Ich dachte eigentlich, ein Silberschwert haut da ziemlich rein. Aber ganz ehrlich, ein Silberschwert macht einfach einen Scheiß. Ne? Sarah, grüß dich, ey, wunderschön. Zocker auch gerade Oblivion? Nice. Dann machst du auf jeden Fall schon mal irgendwas richtig. Macht der mehr Damage? Der Zahnstocher? Auf jeden Fall kann ich schneller angreifen. Ich dachte eigentlich so aus, aus logischen Gründen und aus mythologischen Gründen, macht das Silber ja quasi Damage am Bösen. Ja. Also Vampire, Werwölfe etc. pp. Und eigentlich ja auch an Untoten. Ich würde sagen, als ob hier kein Geheimgang ist, what the fuck. Wir können da lang, wir können da hinten noch lang. Komme ich überhaupt wieder raus? Ah ja, da. Wongel. So. Wo ist das Claymore? Das Claymore steckt hier unten. Ne, das Claymore haben wir verkauft. Husi. In Witcher? Ja, nee, nicht in Witcher. In jeder Mythologie ist es eigentlich so. Dass du eigentlich auch Wiedergänger, also Zombies in dem Sinne, ne? Wiedergänger im Allgemeinen mit dem reinen Metall des Mondes, ne?
beziehungsweise mit dem reinen Metall, Silber festsetzen kannst. Okay. Wo geht es hier am besten weiter? Drüben ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Gang. Da gehen wir mal kurz rein. Aber ich hätte lese. Das siehst du mal, ne? Ja, zum Beispiel, Schloss, okay, nehmen wir mit. Das war's. Einfach nur so. Bullshit. Soll ich sagen? Ah, genau. In Judas Kinder zum Beispiel ist es so. Ne? Markus Heitz ist es so, der versucht schon immer da so adäquat zu bleiben mit den Fakten, wie es geht. Ne? Oh, full life. Zack. Und ja. Und da gibt es zum Beispiel die Bücher Judas Sohn, Judas Tochter, Judas Kinder. Ne? Ist ein Traum. Also ich liebe die Bücherei. Höre ich auch momentan wieder die Hörbücher. So, nimmst du Damage? Na komm. Gut forcen! Ja! Entschuldigung. Oh, ich mag's. Also wenn wir jetzt im Skyrim wären, ne, würde ich sagen von da oben oder von wie heißt der Underbums? Bei na, die Magie reicht nicht aus. Legend of Zelda, würde ich sagen von da oben fällt gleich eine Spinne runter. Das sind wir aber nicht. So. Hallo? Plop. Das ist ein Pilz, ne? Hübscher Pilz. Plop. Hm? Na, ich weiß schon. Ja, wie willst du das Geld denn loswerden? Das ist ja viel zu viel. Brauchst du ja nie. Hast du mich gesehen? Bin ich okay. Na komm. Plop, plop, plop. Ah, Feuerball ins Knie. Ihr seid aber schon echt dankbare Gegner, ne? Hopp, hopp, hopp. Beim Schwertkampf, ne? Das sind doch ich. Hui. Ihr habt gemeint, ein Spell aus dem Verborgenen bringt auch mehr Damage zwecks Crit. Ne? Ja.